cool, dass ihr da seid im Isolations-Livestream. Teil 2, genau. Weil ich vergessen habe, das erste Teil aufzunehmen, dann müssen wir jetzt noch ein zweites Mal aufnehmen. Also nur für euch exklusiv, die jetzt wirklich nochmal auf YouTube das Video reinschauen. Ich krieg nochmal einen Special-Inhalt jetzt. Und zwar habe ich das Thema dabei, werdet wie die Kinder. Das steht in genauso in Matthäus 18, Vers 3. Vor ein paar Wochen hat ein Bekannter von mir erzählt, von seinen Kindern. Hat's draußen, war so ein, ja, so ein Matschschnee irgendwie bei 3 Grad. Richtig ekliges Wetter. Ich mag's gar nicht, so ein Wetter. Ich mag es viel lieber, wenn Sommer ist, wenn die Sonne scheint, wenn es einfach warm ist, so wie jetzt gerade auch das Wetter ist, hey, voll gut. Aber dieser Matschregen, ich denke dann immer, oh, Regen und das ist nicht so praktisch, mit dem Auto vorne muss ich aufpassen. Aber die Tochter schaut raus, ich weiß nicht, wie alt die ist, 4, 5, irgendwie sowas, und sagt zu ihrem kleinen Bruder, hey, heute ist unser Glückstag, ist total begeistert. Wow, wann haben wir verlernt, so glücklich zu sein, so zufrieden zu sein? Wann ist denn heute noch unser Glückstag? Was stellt uns zufrieden? Ganz oft leben wir nur mit dem Fokus auf das, was schlecht ist und was uns unzufrieden macht. Oft wird alles nur schlecht geredet und wir ärgern uns über Dinge, die andere haben und die wir nicht haben. Und genau diese Sachen sind aktuell auch total einfach in dieser Corona-Krise, in Anführungszeichen. Es ist total einfach, auf die schlechten Dinge zu schauen. Jeden Tag die Zahlen anzugucken, die immer größer werden. Auf die Dinge zu schauen, die ich jetzt nicht mehr darf, die Sachen, die ich nicht mehr besuchen darf, die ich nicht mehr hingehen kann, die, ja, viele sagen, die Freiheit, die ich sonst hatte, die ich jetzt nicht mehr habe. Es ist total einfach, auf diese Sachen zu schauen, die schlechten Sachen, und mich davon runterziehen zu lassen. Aber bringt es uns voran, wenn wir auf diese Dinge gucken und immer beunruhigter werden? Merke ich tagtäglich gerade, ich habe noch Semesterferien bis, oder weiß noch nicht sicher, wann meine Uni wieder losgeht, und arbeite es gerade noch in einem Supermarkt und sehe das fast täglich, dass einfach Leute einkaufen, ja, die haben schon Einkauf, ihr habt aber alle schon davon gehört, wisst selber auch, was alles Mangelware ist. Dieser Egoismus ist einfach zu sehen. Ich weiß natürlich, dass Leute auch für andere einkaufen. Ich kaufe auch für meine Großeltern, für meine Eltern oder Großtanten ein, weil ich eh schon da bin zum Arbeiten. Aber trotzdem gibt es halt Leute, die kommen mit 20 Kilo Linsen an die Kasse. 20 Kilo, das ist wahnsinnig viel. Da kann man hunderte Liter Suppe draus kochen und niemand braucht so viel Linsen, auch wenn ich für andere einkaufe. So große Veranstaltungen, wo ich das brauche, gibt es zurzeit nicht. Und das ist in meinen Augen einfach nur, was ich habe, das habe ich. Und ich denke gar nicht drüber nach, brauche ich es wirklich und kann ich es verarbeiten. Und die Reaktion drauf ist, wenn man den Kunden dann sagt, hey, es muss gerade nicht sein, es sind 40 Packungen, also die 20 Kilo, das zu haben, nehmen Sie doch 4 mit, das reicht. Dann wird es zurückgebracht, aber so ins Regal geworfen, dass die Packungen kaputt gehen und dass es auf dem Boden verteilt ist. Was mich total wütend, total sauer macht. Ich könnte total ausrasten darüber. Diese Einstellung, ja, wenn ich es schon nicht habe, dann soll es auch niemand anderes mehr kriegen. Hefe ist zum Beispiel Mangelware gerade. Und wenn es dann wieder mal an einem Tag kommt, morgens ein bisschen Hefe mit, so eine Steige mit 24, was sind da drin? Und dann stellt man mal 12 rein. Man darf nur 1 kaufen, aber man stellt 12 rein und Leute packen die ganzen 12 in Einkaufswagen und nehmen es mit. Klar, vielleicht wollen sie es anderen noch vorbeibringen oder Zopf machen, das verteilen, das weiß ich nicht. Man denkt an sich und denkt nur, ja, wenn ich das habe, dann ist gut, die anderen, das ist erstmal egal. Ich möchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wie viele Sachen nach dieser Zeit auch weggeworfen werden. Genau diese Dinge, die zu sehen, ist total einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt aber trotzdem auch gute Sachen, die jetzt passieren. Versteht mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass die ganze Krise gut ist, überhaupt nicht. Aber ich habe neulich im Radio gehört, dass jetzt Fische wieder zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Venedig sind, oder Delfine, oder, ja, Delfine sind keine Fische, das sind Säugetiere, ich weiß. Ja, das gab es ewig lang schon nicht mehr, und durch diese Zeit passiert es jetzt wieder. Wir erkennen Berufe, die jetzt wertgeschätzt werden, sehen, welche wirklich wichtig sind. In der Pflege, im Krankenhaus, Ärzte, die Pfleger im Krankenhaus, ja, auch im Supermarkt. Also Leute, nicht so wie ich, die das alles in den Ferien nebenher machen, sondern Leute, die das wirklich schon seit Jahren jeden Tag machen. LKW-Fahrer, die Läden und andere Sachen beliefern, die uns einfach versorgen. Ich vergesse ganz viele Berufe jetzt bestimmt. Wir erkennen jetzt, welche Berufe wirklich wichtig sind, welche wir wirklich brauchen. Allgemein erkennen wir, welche Dinge jetzt wirklich wichtig sind, was uns davor vielleicht gar nicht so bewusst war. Wir haben auf einmal Zeit. Viele haben viel mehr Zeit auch für ihre Familie, weil die Eltern nicht mehr auf der Arbeit so viel sind, sondern mehr daheim sind. Ich sage nicht, dass die ganze Sache deshalb gut ist. Jeder Kranke, jeder Infizierte und vor allem auch jede Person, die stirbt, ist natürlich eine Person zu viel. Ja, die Umwelt erholt sich gerade auch so ein bisschen an vielen Sachen. Es gibt viel, viel weniger Flüge als sonst. Ich fliege total gern eigentlich.
Ich gehe gern in Urlaub, mag auch das Gefühl zu fliegen total. Aber es gibt weniger Grad und es tut dem Planeten irgendwie gut. Vielmehr sollten wir versuchen, einfach auch die guten Dinge zu schauen. Nicht alles zu bewerten, sondern die Dinge halt so zu nehmen, wie sie sind, wenn wir sie selber nicht ändern können. Habe ich nochmal ein Beispiel dabei. Ist da ein Kind, das ist im Kindergarten, kommt heim und wird halt gefragt daheim von Eltern oder Bekannten. Ja, bei euch im Kindergarten, gibt's da, sind da eigentlich auch Ausländer? Und das Kind sagt, nö, das sind nur Kinder bei uns. Und genau diese Sichtweise, diese Augen, genau das ist damit gemeint, werdet wie die Kinder. Dinge einfach so sehen, wie sie sind. Ich habe noch ein Beispiel gemerkt, ich bin voll der Fan von Beispielen. Wenn ich zu Kindern sage, so vielleicht bis so 10, 11 Jahren, wenn ich mit denen singe, hey, sing mal lauter, dann funktioniert das, dann geben die Gas, dann brüllen die fast raus und sind einfach laut. Und irgendwann kommt so das Alter, so im Teenie-Alter, da klappt es irgendwann nicht mehr. Da fängt man dann an, ich kenne das von mir selber auch, ich habe auch im Teenie-Alter noch gesungen, fängt so drüber an nachzudenken, hey, wenn ich jetzt laut singe und dann ist es falsch, dann hören das die anderen, was denken die dann? Dann stehe ich ja vielleicht voll blöd da. Nee, ich lasse das mal lieber, ich mache das jetzt lieber nicht, das ist mir ein bisschen zu riskant. Und Kinder denken so aber nicht, das kommt erst irgendwann so und dann bleibt es aber so drin. Das ist dann oft nicht nur so eine Teenie-Phase, sondern viele haben das auch noch im Erwachsenenalter, dass man einfach Sachen nicht mehr riskiert, sondern sich eher zurückhält aus Angst. Wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, dann verspricht er uns, dass wir von Neuem geboren werden. In Johannes 3, Vers 3 steht, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Und heißt das, dass der Mensch, den wir bis dahin waren, total verschwindet, dass wir dann von einem Moment auf den anderen jeder Versuchung widerstehen können, dass es macht Schnipp und wir sind frei von aller Sünde und machen nur noch gute Sachen. Auch dazu gibt es wieder ein Beispiel oder vielmehr einen Vergleich. Und zwar zwischen dieser geistlichen neuen Geburt und der Geburt von dem Baby. Weil kann ein Neugeborenes, wenn es auf die Welt kommt, kann es direkt laufen, kann es direkt von alleine essen, kann es singen, lesen, sprechen. Nee, klar, kann es am Anfang natürlich noch nicht, aber irgendwann eines Tages wird es können. Zeit, um zu wachsen, deshalb schämen sich die Eltern ja nicht. Total im Gegenteil, die Eltern freuen sich, sind total stolz, sind total glücklich, dass das Kind da ist und freuen sich über jeden neuen Schritt, dass das Kind gehen wird, über jedes neue Wort, das das Kind sagen wird, über die ganze Entwicklung. Genauso ist der Bezug zu Gott. Wenn wir uns für ein Leben entscheiden mit Jesus, ist es auch nicht von heute auf morgen, mache ich alles richtig, lebe ich ein perfektes Leben, in Anführungszeichen. Wir machen auch noch Fehler, erkennen, dass Sachen nicht gut waren, die wir gemacht haben. Und Gott freut sich aber genauso über jeden neuen Schritt, den wir in diese Richtung gehen, über jede Erkenntnis, die wir bekommen, über alles, wo wir wachsen, so wie sich Eltern eben auch freuen. Gerade bei den Schritten, die ich erzählt habe, wo die Kinder machen. Denk mal dran, wie viele Schritte macht ein Kind, wenn es laufen lernt? Wie oft fällt es denn hin und steht wieder auf? Das funktioniert nicht auf Anhieb, es braucht unzählige Versuche, bis es irgendwann klappt. Wie oft sagt ein Kind irgendein Wort falsch oder erfindet irgendwelche Bezeichnungen dafür, bis es die Sprache richtig beherrscht? Das sind unzählig viele Versuche. Aber trotzdem habe ich noch nie ein Kind erlebt, das, sage ich mal, irgendeine Zahl 100 Mal versucht hat zu laufen, immer hingefallen ist und irgendwann gesagt hat, ja, das Laufen, ich habe es versucht, das hat nicht geklappt, ich lasse das, es ist einfach nichts für mich. Das sagt kein Kind. Nee, ein Kind versucht es immer neu. Und auch das ist bei uns Erwachsenen oder auch bei Teenagern ganz anders. Wir sehen immer Sportler, Fußballer, Musiker und wollen auch Sachen können, so wie die und denken, boah, ich würde auch gern so singen können, so Fußball spielen. Versuchen es ein paar Mal und merken irgendwann, irgendwie kann ich das nicht so und ich lasse es lieber, es ist nichts für mich. Und sehen halt oft nicht, dass das bei denen auch nicht auf Anhieb geklappt hat, dass da auch ganz viel Übung, ganz viel Training dahinter steckt. Und geben oft viel zu schnell auf. Und auch da können wir einfach von Kindern lernen, die einfach es nochmal versuchen am nächsten Tag, die sich einfach nochmal hinsetzen. Kinder brauchen Zeit, um zu wachsen. Und so brauchen Christen auch Zeit, um zu wachsen. Ihr braucht auch Zeit zu wachsen, ganz ohne Druck. Ihr braucht auch Zeit und die Zeit habt ihr auch. Also macht euch keinen Druck. Ja, ich komme wieder ein bisschen zurück auf den Anfang. Werdet wie die Kinder. Versucht Dinge neu und wenn es nicht klappt, dann versucht es am nächsten Tag nochmal. Habt Geduld mit euch selber. Seid gehorsam. Denkt nicht groß drüber nach. Ja, aber was könnte passieren dann? Was wäre, wenn ich das mache? Was denken dann die anderen? Freut euch an kleinen Dingen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ein paar von euch, es ging mal solche YouTube-Videos rum, wo sich so kleine Kinder über eine Banane freuen. So 2, 3, 4 Jahre alte Kinder.
die bekommen so eine verpackte Banane verpackt von ihren Eltern oder zu Weihnachten zum Geburtstag, packen es auf und sehen die Banane und freuen sich total drüber. Banana! Und raschen komplett aus. Das ist total witzig, total goldig, diese Videos. Vielleicht kennst du eine oder andere von euch. Wie ist es bei dir? Könnte eine Veränderung von deinem Fokus auch dazu führen, dass morgen dann dein Glückstag wird? Ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen, mehr auf die kleinen und schönen Dinge zu achten und uns daran zu freuen, werden wir selber viel freier und fröhlicher. Und genau in den Punkten kann ich von Kindern lernen. Und du auch? Und zwar, wenn ihr vom Jesus House hat sich so ein Motto-Song entwickelt, Generation der Hoffnung. Und ich finde, der Song passt da voll rein auch. Hast du noch was zu sagen? Bleibt gesund. Schöne Ostern euch. Versucht wirklich zu verstehen, um was es geht an Ostern. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Adios.